Moin Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute mal in einer etwas anderen Form als gewohnt. Heute auch mal kein Dauntless-Video, wie vielleicht erwartet. Ich weiß es nicht, im Moment lade ich ja sehr viel Dauntless hoch. Heute soll es mal um ein bisschen andere Sachen gehen, und zwar, was mit den Spielen ist, die ihr euch so gerne wünscht und was vor allen Dingen mit der ganzen Kochthematik ist und wo die Hightail-News bleiben. Das soll so ein kleines Video sein, wo ich so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudere und euch kurz und knapp erkläre, vor allen Dingen bündig, wieso etwas nicht kommt, wann etwas vor allen Dingen kommt und wie ich das in Zukunft gerne handhaben möchte. Ich habe mir auf jeden Fall in den letzten Monaten ziemlich viel Gedanken dazu gemacht, wie ich in Zukunft meinen Kanal strukturieren möchte. Und ich für meinen Teil habe mir auf jeden Fall vorgenommen, ich möchte gerne weiter in diese Rarity-Richtung gehen, dass ich möglichst verschiedene Games spiele. Aber ich möchte nicht mehr so viel auf einmal spielen, wie ich es mal vor einiger Zeit getan habe. Das kam zwar sehr gut an und lief auch ziemlich gut für die Verhältnisse. Aber ich finde, mir hat so ein bisschen, wie soll ich sagen, durch den Zeitdruck, der entstanden ist, weil ich wusste, yo, ich muss noch das und das hochladen heute, hat mir so ein bisschen die Zeit gefehlt, in den Genuss der Spiele zu kommen. Ich habe dann wirklich angefangen, Spiele nur noch zu spielen, weil ich es musste und weil ich wusste, yo, heute muss das Video online kommen, und bin dann überhaupt nicht mehr so richtig reingekommen, ein Spiel zu genießen, einfach mir mal die Zeit zu gönnen, mich mal ein bisschen umzuschauen und einfach das, was der Entwickler oder die Entwickler und das gesamte Team von dem Spiel da so hingezaubert hat, in Ruhe mal anzuschauen und zu bewundern. Und deswegen habe ich mir vorgenommen, ich möchte gerne in die Richtung Rarity gehen. Ich möchte so meine 2-3 Spiele haben, die ich so im Wechsel immer zocke. Und wenn ich mit einem durch bin, nehme ich ein neues Spiel wieder hinzu. Und wenn ich dann ein Game habe, was ich mal über einen längeren Zeitraum bringe, dann ist das halt so. Ja, wie zum Beispiel jetzt Dauntless. Das wird wahrscheinlich einen langen, langen Zeitraum jetzt ein Main-Game auf meinem Kanal bleiben. Deswegen ist da schon mal ein Slot auf jeden Fall vergeben. Ich werde mir immer ein Slot auf jeden Fall freihalten für ein Spiel, was nicht endlos ist, was auf jeden Fall ein Ende hat, wo ein neues Game nachkommen kann. Und deswegen schon mal, nur damit ihr schon mal vorab wisst, wie ich ungefähr so ein bisschen plane, meinen YouTube-Kanal in Zukunft zu strukturieren. Jetzt aber erstmal zu der Thematik mit den Hightail-News. Da wird sehr häufig nachgefragt, ob ich damit aufgehört habe. Und nein, ich habe nicht mit den Hightail-News aufgehört. Ich weiß, da stehen auch noch zwei aus, die werden auch noch kommen. Ich habe momentan nur noch nicht die Zeit und die Motivation gefunden, mich da durchzuringen, die nachträglich zu machen. Einfach auch schon, weil ich so spät damit dran bin. Das hat mich so ein bisschen gestört. Aber mit den Hightail-News ist auf jeden Fall nicht Schluss. Da kommt im Moment nur nichts, weil es nichts zu berichten gibt. Das Ding ist nämlich, in dem letzten Blogpost haben die Entwickler quasi bekannt gegeben von Hightail, dass sie weniger Blogposts veröffentlichen möchten und dafür sich in den neuen Blogposts, die kommen werden, mehr darauf konzentrieren möchten, deutlich mehr Informationen zu geben. Das heißt, euch erwarten in Zukunft weniger News, aber dafür umso größere News, wenn es was zu berichten gibt, ja? Nur damit ihr schon mal Bescheid wisst, also das Thema ist nicht abgerissen. Ich weiß, es werden auf Twitter und Instagram immer wieder Screenshots veröffentlicht, aber ich will auch nicht aus einer Mücke einen Elefanten machen und aus jeder Kleinigkeit möglichst ein 10-Minuten-Video oder ein News-Video rausballern und dann da mit Theorien und allem Möglichen anfangen, ja. Ich könnte natürlich Videos machen und sagen, yo, das könnte vielleicht Redstone sein, hier könnte es sein, dass vielleicht Redstone ins Spiel kommt, ja. Es könnte sein, dass die Entwickler dies und jenes machen. Dann könnte ich natürlich jeden Tag euch ein Hightail-News-Video liefern, aber ich möchte News anhand von Fakten machen oder auf Basis von Fakten und nicht anhand von Theorien, ja. Deswegen, so viel schon mal zu dem Thema. Dann zu den Spielen. Es fragen ganz viele Leute häufig, was ist mit Alice 19, was ist mit Planet Coaster, wann kommt mal wieder Minecraft, Kevin? Und da kann ich euch auch eine ganz klare Antwort geben. Minecraft, habe ich ja sowieso schon erklärt, ist bei mir so ein Spiel, wo ich jetzt sage, im Moment, ich mache da nur noch was, wenn ich Projekte habe, die mir wirklich Spaß machen, ja? Das ist zum Beispiel einmal im Jahr wahrscheinlich Craft Attack, wo ich mit dabei sein werde, oder auch andere Projekte. Ich habe zum Beispiel mich für ein Projekt eingeschrieben, wo vielleicht nicht ganz so viele große YouTuber drin sind, aber ich einfach das Konzept des Projekts geil finde. Ja, natürlich wird das Projekt dann nicht so viel Aufmerksamkeit kriegen wie ein Craft Attack oder andere Projekte, aber mir geht es in erster Linie wirklich darum, Spaß an der ganzen Sache zu haben
Und momentan ist es halt einfach so, ich wüsste jetzt nicht, was ich in Minecraft groß bringen könnte. Klar könnte ich jetzt das 100.000. Modpack solo spielen, aber die Frage ist das erstmal unterhaltsam für euch und persönlich macht mir das auch Spaß? Weil ich muss sagen, ich habe eine sehr lange Zeit lang Minecraft gespielt und ich finde, es kommt nichts wirklich krass Neues. Ihr könnt mich natürlich gerne jederzeit per Kommentare auf dem Laufenden halten. Zum Beispiel, statt einfach nur zu schreiben, hey Kevin, wann kommt wieder Minecraft, könnt ihr auch einfach mal gucken, wenn ihr irgendwas Interessantes findet, zu schreiben, hey Kevin, es gibt bei Minecraft dieses und jenes Modpack, da ist sogar ganz viel neuer Stuff bei. Einfach mal so einen kleinen Teaser schreiben, was alles in dem Modpack drin ist und was interessant sein könnte. Ihr wisst ja so in etwa, was ich mag. Ich mag so diese Technik-Adventure-Schiene, vor allen Dingen sowas wie Hexit und so. Dann könnt ihr mir das gerne vorschlagen in den Kommentaren. Das ist gar kein Problem. Da freue ich mich sogar drüber, weil ich habe überhaupt gar nicht so manchmal die Zeit, alles mir anzugucken bei allen Spielen, was kommen könnte oder was kommt, ja. Deswegen, also da bin ich auf jeden Fall jederzeit offen für Vorschläge. Zu LS19 muss man sagen, Landwirtschaftssimulator oder Farming Simulator 19 hatte für mich einen ziemlich schwachen Start damals gehabt, dadurch, dass das noch nicht so modbar war. Da hat sich ja auch einiges geändert. Deswegen auch an der Stelle mal an euch da draußen. Ich hätte richtig Lust, wieder mit LS19 auf YouTube durchzustarten. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was es für Maps gibt, interessante, und ob es mittlerweile auch Mods gibt, die viel mehr Produktion zulassen als die Standardsachen von LS19, weil das hat mich so ein bisschen gestört. Ich fand, der LS19 hat sich ohne Mods sehr eintönig angefühlt, das ist meine persönliche Meinung. Es gibt natürlich Leute, die das Spiel absolut vergöttern, aber ihr müsst daran denken, es gibt Leute, die vielleicht nicht so die Sicht auf das Spiel haben wie ihr, ja? Deswegen, wenn es geile Mods und so gibt, schreibt mir das auch gerne in die Kommentare, weil ich denke, dass LS19 das nächste Spiel sein wird, was wir hier auf diesem Kanal zocken werden. Neben Cooking Simulator, das ist ein Kochsimulator, mit dem werde ich in Kürze anfangen. Den werde ich spielen. Und Planet Coaster soll es ja sowieso eine neue Staffel geben, habe ich euch schon gesagt. Und ja, ich weiß, es gibt auch ein neues Spiel von den Machern von Planet Coaster. Das wird im November kommen, da muss man einen eigenen Zoo aufbauen. Das steht schon fest, das werde ich auf jeden Fall auch let's playen. Also keine Sorge, wir werden auf jeden Fall ab November hier fleißig schöne Zoos bauen. Deswegen wird es auf jeden Fall definitiv jetzt nochmal vorher eine Planet Coaster Staffel geben, um einfach so ein bisschen reinzukommen, denn ich denke, die Steuerung wird schon relativ ähnlich sein, genauso auch das Bausystem. Und deswegen schadet es auf jeden Fall nicht, vorher mal mit Planet Coaster ein bisschen Gas zu geben. Ansonsten bin ich jeden Tag auf Twitch online, ich spiele aber sehr viel Dauntless momentan in meinen Livestreams. Ich bedanke mich auf jeden Fall auch nochmal an der Stelle an jeden, der das Ganze so unterstützt und die ganze Zeit mit am Start ist bei Dauntless. Finde ich eine sehr coole Sache. Wir haben da eine riesen Community aufgebaut, deswegen Dauntless wird auf jeden Fall jetzt eine lange Zeit mein Main-Game sein, wo ich sehr aktiv drin bin. Und die anderen Sachen will ich so nebenher laufen lassen und natürlich werde ich auch gucken, dass ich die anderen Spiele dann irgendwie mal in meine Livestreams integriere. Deswegen, ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal bei allen Leuten, die trotzdem weiterhin dem Kanal und ja, meinem Stream treu bleiben und wünsche euch allen ein wunderschönes Wochenende. Hoffe, dass ich mit diesem Video einige Fragen beantworten konnte. Und es gibt natürlich diesen Monat auch einige Sachen noch zu sehen. Unter anderem werden wir im Livestream einmal backen. Zu der ganzen Kochthematik. Ich habe damit noch nicht angefangen, weil ich mit der Technik ein bisschen Probleme habe. Mir ist vor kurzem aufgefallen, dass meine Funkstrecke, ich habe mir eine schöne Funkstrecke geholt, da hat das Mikrofon anscheinend einen Wackelkontakt. Da muss ich mir jetzt ein neues Mikrofon holen und gucken, dass ich ein gutes mir hole vor allen Dingen. Deswegen, die ganze Technik für diese Kochthematik steht noch nicht so in der Form, wie ich es gerne hätte, damit ich möglichst geile Koch-Livestreams und vor allen Dingen Aufnahmen für meinen YouTube-Kanal machen kann. Sobald das alles steht, wird es losgehen, ja, aber die Technik, ne, kostet ein bisschen Kohle. Deswegen, da muss ein bisschen was angespart werden und dann legen wir da auch los. Also diesen Monat gibt es auf jeden Fall einen schönen Back-Livestream, da ich ja am 25. Geburtstag habe und meine Familie eingeladen habe, muss ich da ordentlich Kuchen backen. Das werde ich dann über einen Livestream machen. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr geil werden. Und deswegen, wenn ihr da immer auf dem aktuellen Stand bleiben wollt, die beste Methode, um das zu schaffen, ist natürlich, in meinen Discord zu kommen. Da sind ganz viele Leute und da gibt es immer News und alle wichtigen Infos zu irgendwelchen anstehenden Events. Und dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ruhig ein Däumchen nach oben da und jetzt seid ihr dran. Schreibt mir gerne Feedback in die Kommentare zu den besprochenen Dingen. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss zusammen.